Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht eines Amerikaners. Heute habe ich meine zweite Liste jetzt hier in meiner Reihe von Best Bourbons bis 20. Habe ich schon. 30 kommt heute. Und dann da, der nächste Video wird bis 40 € im Jahr 2022 in Deutschland erhältlich. Wie kam nun diese List zustande? Also, ich habe erstmal online geschaut, was es alles so gibt. Ich habe meine Fans gefragt, die haben sie abstimmen lassen. Also, über 70 Leute haben hier abgestimmt. Ich habe diese ganzen Ergebnisse genommen. Vorher hatte ich meine Ergebnisse, wie ich die Reihenfolge reintun würde. Ich habe die beiden zusammen addiert und dadurch einen Durchschnitt bekommen. Und das ist nun hier unser Ranking. Wir fangen an mit Platz 10 in Deutschland. Bourbons bis 30 €. Wir fangen mit Larceny Small Batch an, 46%. Gerade eben noch geschafft mit 29,50 €. Ein Wheated Whisky. Nicht ganz so meine Sache. Deshalb meine Fans haben ein bisschen höher bewertet. Ich habe ein bisschen niedriger bewertet. Aber ein solide Bourbon, wenn man möchte, mit Wheated Anteil statt Roggen. So, etwas, was relativ neu hier in Deutschland ist, gibt es ein bisschen länger, aber ein bisschen unter dem Radar fliegend. Old Forester, das ist hier Brown-Forman-Produkt, 43%. Das ist eine 1-Liter-Flasche, 39,90 €. Allerdings, wenn man es runterrechnet auf 0,7, darum geht es hier, haben wir einen Preis von 27,95 €. Ich habe ein bisschen höher getan, meine Fans haben ein bisschen niedriger getan. Deshalb ist das hier schon auf Platz 9 gelandet. Etwas, was ich empfehlen kann. Was mich überrascht hatte, war in Amerika ist viel, viel, viel höher bei der Liste denn dort, was Fred Minnick gemacht hatte mit seinen 5.000 Leuten, die damit abgestimmt haben. Ich habe nur 70, er hat 5.000, naja. Ist dann Old Grandad hier bonded mit 50%, auch eine 1-Liter-Flasche, 38,90 €, das heißt 27,90 € aus 0,7-Liter-Flasche. Also das hier ist etwas, was man auch wirklich trinken kann. Es ist Jim Beam. Ja, ein anderer Mashbill als Knob Creek, aber es ist etwas, was man hier tatsächlich sehr gut und auch sehr schön daneben kann. Im Grunde ist es Basil Hayden auf Steroiden, weil es einfach ein paar Umdrehungen mehr hat mit 50% statt 40%. 7 hat mich überrascht, dass das so gut geworden ist hier. Rebel, früher hieß es Rebel Yell, Rebel heißt es jetzt nur noch. Small Batch Reserve Bourbon. Also hier 45,3% und 28,90 €. Lexco oder auch Lexrow manchmal genannt. Die Firma heißt Lexco, die haben MGP aufgekauft. Oder die fusionierten mit MGP, wurden aufgekauft vom MGP. Unser wunderbarer Produzenten vom Roggenwhisky. Und nun wird dieses Produkt ein bisschen verstärkt auch hier in Europa erhältlich sein. Eine Liste, Top 10-Liste ohne Jim Beam wäre unvorstellbar. Deshalb auf Platz 6 haben wir Jim Beam Double Oak. Ich fand diese Flasche echt lecker. Also einmal normal gereift und dann noch eine zweite Reifung in auch neuen, ausgekohlten Virgin Oak Fässern aus Amerika, wie es sein muss. Deshalb 100% Bourbon, nicht eingefinisht, ein Double Oak Produkt. 43%, 21,90 € kann man echt trinken für den Preis. Ja, also eine sehr, sehr, sehr gute Sache. Auch etwas, was langsam aber sicher jetzt unser Interesse geweckt hat, ist ein Heaven Hill Produkt namens Evan Williams Bottled and Bond, also mindestens 4 Jahre alt, eine einzige Brennerei, 50% hier für 21,90 €. Lecker, 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 das Zeug. Ist zwar noch nicht ganz so Nummer 1, 2 oder 3, aber warte noch ein paar Jährchen ab. Vielleicht einfach von Preisgestaltung wird es eine der wenigen Produkte in 4 Jahren sein, die immer noch unter 30 € kostet. Meine Einschätzung leider. Also wirklich ein Preiskampf hier, eine gute, gute Sache. Ja, jetzt kommen wir nun zu Nummer 4. Da haben wir unser Knob Creek endlich, 9 Jahre alt. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass meine Fans haben den viel höher gewertet als ich. Ich finde diesen Produkt für ein Preis-Leistung top. Allerdings geschmacklich gibt es Sachen, die mir wesentlich besser gefallen. Deshalb Platz 4. Bei meinen Superfans waren das Platz 2. Also 50%.
27,90 €. Könnte auch ein Bottle and Bond Produkt sein. Warum die es nicht so nennen, weiß ich nicht. Aber das ist hier... Oh, eine Idee habe ich schon, denn die haben verschiedene Produktionsstätten hier für unsere Jim Beam Produkte. Und vielleicht ist es nicht nur bei einer Produktionsstätte gemacht. Aber ich dachte, Claremont, Kentucky wird jetzt hier in Knob Creek gemacht. Okay, super. Platz 4 manchmal sogar für 22 € dann bei großen A, ja. Also was mich überrascht hatte, weil ich habe es niedriger, meine Fans haben höher. Also Woodford Reserve, also 45,2% für 26,90 €. Das soll kostet $10 mehr in den Vereinigten Staaten für die gleiche Flasche jetzt hier. Ich mache gerne Woodford Reserve, auch landete auf der Top 25 Liste unter $40 bei Fred Minnick, auch ganz weit da oben. Woodford Reserve, ich kann es immer herausschmecken. Es schmeckt ein bisschen anders als alle anderen Bourbons, die wir so haben, weil es eine Mischung von Pot Still ist und eine Mischung hier von Column Still Whiskey so sind. Okay, Woodford Reserve. Was mich erfreut hatte, war jetzt hier diese Flasche auf Platz 2 zu sehen. Four Roses Small Batch. Es gab eine Zeit in meiner Laufbahn als Bourbon Taster, wo ich tatsächlich den Small Batch manchmal vor den Single Barrel hatte. Mittlerweile ist der Single Barrel immer ein bisschen besser als der Small Batch. Aber für diesen Preis-Leistung 25,90 €, auch das wesentlich günstiger als in den Vereinigten Staaten für diese Flasche. Super schöne Sache. 6 von 10 verschiedene Mashbills hier zusammen gemixt, also mit Hefesträngen und so weiter. Also super, super Geschichte jetzt hier. Four Roses Small Batch. Und was ist unser Sieger der Herzen? Natürlich der beste Preis-Leistungs-Whisky unter 30 oder bis 30 € ist natürlich Wild Turkey 101, 50,5%, 21,90 €, manchmal sogar unter 20 € für eine 0,7-Liter Flasche, gerade wenn man die 1-Liter Flasche irgendwo ergattert. Aber für unsere Ranking hier ist das tatsächlich so, dass diese Whisky hier einfach in der bis 30 € Möglichkeit der allerbeste Whisky, nicht nur von mir, sondern auch von meinen Superfans gewählt wurde. Also bravo, bravo, bravo Wild Turkey. Platz 1, Wild Turkey. Platz 2, Four Roses Small Batch. Platz 3, jetzt hier Woodford Reserve. Platz 4, Knob Creek, 9 Jahre alt. Platz 5 ist unser Evan Williams, Bottled and Bond. Freut mich sehr. Platz 6 ist unser Jim Beam, Double Oak. Platz 7, Rebel Yells, Small Batch Reserve. Platz 8 ist unser Old Granddad, Bonded mit 50%, 1-Liter Flasche. Nummer 9, ein bisschen noch unbekannt, ist unser Old Forester, zumindest mein Gefühl nach, mit 43%. Und last but not least haben wir unser Larceny Small Batch, unser Wheated Produkt. Die besten Bourbons aus meiner Sicht bis 30 € zusammen mit über 70. Meine Fans haben mit abgestimmt jetzt hier. Das waren die Preise hier im Jahr 2022. Ich hoffe, das könnte euch ein bisschen jetzt hier auch ermutigen, etwas Hochwertigeres zu probieren bei Bourbons. Es gibt ganz, ganz tolle Sachen da draußen. Mein Ziel ist es, die Menschen in Deutschland ein bisschen einfach zu ermutigen, hier ein Bourbon, ein Rye Whisky dieses Jahr hier zu verkosten. Und ich freue mich über diese Liste. Frage, was sind euer Top 3 Whiskys in dieser Preisklasse bis 30 €? Welche sind bei euch am liebsten da im Barfach oder im Regal? Whiskey Jason hier, Whiskey aus der Sicht deines Amerikaners. Mich könnt ihr immer kontaktieren, whiskeyjason@gmail.com. Und jeden Tag um 17.30 Uhr kommen jetzt hier ein Verkostungsvideo raus. Seitdem ist ein Sonntag, da ist es dann um 21 Uhr, gibt es einen Livestream mit einem Gast und Interaktion mit meinen Zuschauern. Alles Gute, bis dahin, Whiskey Jason. Ciao.